Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 19 The Journey Champions mit Alex Hunter. Wir hatten eben Weihnachten. Wichtige Entscheidung. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Ja. Gott! Da mach ich's gerade noch lauter. Das war doch klar. Yes. Oh, das Shirt ist geil, das will ich auch haben. Wir haben einen Tisch im La Torre. Oh nein. Ich hab's völlig vergessen. Ein andermal? Das Beste in Madrid. Wissen Sie was? Wir gehen ein anderes Mal. Alex, auf ein Wort. Alex, wer eine Marke aufbauen will, muss sich zeigen. Und das bedeutet am richtigen Ort und mit den richtigen Leuten. Zeig dein Gesicht. Kultiviere dein Image. Oh, diese Hexe! Warte, hier geht's um das Logo, ja? Ich respektiere deine Entscheidungen, Alex, auch wenn ich anderer Meinung bin. Ich weiß, dass du auf dem Rasen immer dein Bestes gibst, Tag ein, Tag aus. Und ich mache meine Arbeit, damit du dafür entlohnt wirst. Wenn wir beide unseren Job machen, sind wir erfolgreich. Hm? Essen ist fertig. Bin gleich da, Mann. Diese alte Hexe! Die verdirbt Alex? Uns noch mehr. Ohne deine Hilfe geht es nicht. Gracias. Kleine. Boah! Ich hasse so Frauen. Generell so Leute. Es gibt ja auch Männer, die so sind. Unsere Stürmer brauchen perfekte Hereingaben von außen. Und genau daran arbeiten wir heute. Wir werden gleich wieder gelobt. Ich weiß es. Ich weiß es. Ah, das tut so gut. Du machst das Ding hier, wirst gelobt und denkst dir. Na, das war doch super, ne? Steilpass, Steilpass. Jawohl! Gareth Bale, der kann's. Oh. Der kommt lang, der kommt gut. Jawohl! Steilpass! Kopfball! Naja, Pfosten. Aber ein A, was willst du mehr? Was willst du mehr? Flanken sind 67, also Flanken sind scheiße bei ihm. Langer Pass ist okay. Stärke ist super, Übersicht super. Wir müssen gleich immer bei den Skills gucken. What? Wie nimmt er denn den Ball an? Der kommt jetzt lang. Wow. Okay, das wird nur mal eine zweite Runde geben. Ja, der passt doch. 10 Sekunden haben wir noch. Gut gemacht. Ein noch, komm. Nein. Einer geht noch. Yes! Exzellent! Jetzt, wie ich das hingekriegt habe, weiß ich auch nicht. Stolpers, Stolpers! Komm, Junge, lob uns! Komm, jetzt sag es! Challenge beginnen. Challenge gesperrt. Ich glaube, heute hat jeder gemerkt, wie gut Hunter war. Der so trainiert. Feiert auch toller Erfolg. Super. Ja, wir müssen ja alle Mentoren-Challenges voll haben. Wie? Drücke ich die im Hauptmenü drauf? Mentoreigenschaften 1 gegen 1. Ach. Ach. Ja, wenn ich das gewusst hätte. Dann hätte ich doch schon längst getauscht. Dann hätte ich doch schon längst getauscht. Ich finde es mal witzig, dass man sowas einfach nicht gesagt bekommt.
Frage ist, ob wir das jetzt noch schaffen können. Okay, wir sollen jetzt zu Kim Hunter. Ich verstehe es nicht. Dass Kim einfach mal ein halbes Jahr im Voraus ist. Man hätte natürlich auch The Journey 3 anders aufbauen können. Vielleicht ist ja erstmals die Champions League dabei. Die haben ja die Rechte jetzt zum ersten Mal überhaupt. Wir verteidigen als Team. Und dazu braucht es effektive Zweikämpfe von vorne bis hinten. Dass man halt auf Champions League Privileg legt und sagt, hey, du bist bei der Champions League dein erstes Spiel. Da bist du dann nervös, da verkackst du ein bisschen ab. Und dann wirst du am Ende der gefeierte Star. Und wirst dann nach dem Finale eingeladen zur Nationalmannschaft. Angreifen. Das wäre die Story von Alex Hunter, so das epische Finale. Jetzt haben wir durch drei Charaktere und jeder hat seinen eigenen Weg. Kim, den der Nationalmannschaft, Alex, den des Mega-Superstars und Danny Williams wird halt zum richtig guten Spieler. Er wird auch ein Star, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du bei Liverpool dich durchsetzt, Champions League Finale letztes Jahr, wie kann es besser werden? Jawohl. Zweikampf, los! Jawohl. Nicht nachlassen, los! Ja, ich muss halt gucken, dass ich möglichst weit kommen bei The Journey. Weil God of War 3 muss ja jetzt auch weitergehen. Und Batman Arkham Knight haben ja gesagt, werden wir auch nochmal auf dem PC von neu anfangen, weil wir viele Cutscenes nicht gesehen haben. Heißt, bis Ende des Jahres würde es auf jeden Fall viel auf dem Kanal zu sehen geben. Viel, viel Arbeit für mich vor allem. Und viele Streams. Also, wir werden wachsen. Wir werden immer mehr miteinander verwachsen. Klasse Leistung immer ein Lob. Kim Hunter hat sich diese wieder super. Ich find's immer wieder schön. Hunter, morgen. Eure gemeinsamen Leistungen gefallen der Trainerin. Ihr bringt neue Optionen für das Team. Aber jetzt kommt als nächstes die K.O.-Runde und da liegt der Fokus für uns mehr auf der Erfahrung. Okay, Coach. Natürlich, Coach. Wenn ich reinkommen soll, bin ich bereit. Das ist die Einstellung, die wir brauchen und von euch auch erwarten. Ihr zwei seid die Sturmspitze im Achtelfinale. Danke, Coach. Ja, Coach. Alles klar. Gut. Den zeigen wir es, Kim. Ja, allerdings. Nicht nachlassen. Ja, Mann, der zeigen wir es. Wir hauen sie weg. Wir hauen sie weg. Wir sind in der Zukunft. Gegen Frankreich. Bereitet zwei Tore von Alex morgen vor. Okay. Solange wir es nicht in einem Spiel machen müssen, ist doch alles gut. Ich meine, Alex morgen ist so mit einer der besten, wenn nicht sogar die beste Spielerin der Welt. Da sollte man in der Lage sein, ihren Pass hinzuspielen, den sie reinmacht. K3, Kollisionskurs. Hört sich nicht gut an, auf jeden Fall. Es hört sich an, als ob es hier krachen wird. Das macht mir so ein bisschen auch Sorgen.
Ich meine, bei Kim wird die Geschichte jetzt nicht mehr so lang gehen. Wir sind jetzt im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019. Das Achtelfinale steht auf dem Programm. Was soll es da noch groß geben? Frank Buschmann haben auf den Kommentatorenplätzen Platz genommen. Die zwei stehen immer nebeneinander, schon mal aufgefallen. Jetzt gilt es also, die Vorrunde liegt hinter uns. Willkommen in der K.O.-Runde. Volle Konzentration. Das gilt natürlich auch für die USA. Heute das Spiel des Titelverteidigers. Ich bin sehr gespannt, wie sie es angehen. Und da ist sie, die Startaufstellung der US-Amerikanerinnen. Klassisch sieht das aus, ihre Formation heute. Kann mich durch. Innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht. Das könnte die Führung geben. 1-0 Kim Hunter. Mit dem Treffer. 1-0. Pass von Alex Morgan. Da ist das Ding. Naja, es war falsch. Wir sollten auf Alex Morgan spielen. Alex Morgan hat jetzt auf uns gespielt. Aber Leute, wir sind 1-0 in Führung gegen Frankreich. Ein schönes Ding, das wir hier nochmal in der Wiederholung sehen. Boah, mit der Hacke, richtig gut. Und die Leute, die jetzt natürlich auf God of War 3 warten, also das 1-0. Muss ich mal sehen, wie es hier erstmal weitergeht. Enttäuschen. Ich werde erste Journey fertig jetzt spielen. Ansonsten werden mir das zu viele Projekte wirklich auf einmal, wenn ich dann jetzt 5 oder 6 Projekte nebenbei gleichzeitig spielen muss. Hier eine Stunde, da eine Stunde, dort eine Stunde. Da wirst du ja bekloppt dabei. Deshalb erstmal jetzt ein Spiel fertig machen, dann geht es um das nächste. Lindsay Oren. Under. Mit Detroit Become Human steht ja schon das nächste in Startlöchern, was unterwegs Alex ist. Jetzt. Also wir haben viel Arbeit. Klasse Pass. Aber wir wollen es ja auch so. Wir wollen viel noch abarbeiten. Nächstes Szene Jahr machen. Kommt im Januar Kingdom Hearts 3. Im Moment sieht es so aus, als ob ich es nicht schaffen würde, den ersten und zweiten Teil bis dahin fertig zu bekommen. Dass zumindest durchgespielt ist und nur noch parallel läuft auf dem Kanal. Da kommt der Pass. Da aber jeder Teil im Grunde eine eigene Story hat, die baut natürlich aufeinander auf, aber eine eigene Story hat, wäre es auch nicht schlimm, wenn wir erst ein Dreier spielen und dann 1 und 2. Mal gucken, vielleicht fangen wir ja auch im Dezember schon an. Im Dezember habe ich im Moment noch kein Spiel, im November gab es kein gutes Spiel, auch gratis im PS Store. Deshalb kommt da nichts dazu. Letztes Monat war ja God of War 3 dabei, das dann auch noch dazu gestoßen ist. Und diesmal nicht. Umso schlimmer ist, dass ich es immer noch nicht durch habe, jetzt noch einen Monat. Problemlos. Ich habe auch schon ewig nicht mehr gespielt. Schönes Zuspiel. Muss Abschluss geben, gibt auch Abschluss. Schwacher Alter! Da ist die Flanke. Da hat sie sich aber total verschätzt. Geht gut dazwischen. Weg der ist der einfach Ball. Der Latte runtergekommen. Der Latte runtergekommen. Und es geht. Also manche Kommentare. Die Laola geht rum. Hey. Das ist so beklappt. Was ist das? Wie die einfach hochgegangen sind. Das ist wie diese Klappmännchen. So einfach. Was ist da los, EA? Vor dem Turnier kann man die Zuschauer nicht anständig animieren. Das ist wirklich, wie wenn so Klappmännchen auf einmal so... Das nennt man dann Laola. Ich mache einfach so eine Klappband hoch. Im Achtelfinale und es läuft. Absolut. Das macht einen guten Eindruck. Die beiden harmonieren. Ist ein exzellentes Duo. Und die beiden können die Mannschaft bei dieser WM noch ganz weit bringen. Ja. Lindsay Oren. Kim Hunter. Wow. Okay. Das war sehr optimistisch. Einfach mal schießen. Also die Entfernung war dann doch zu groß. Heute dich nicht so geplant. So, Sturmpartner. Ander. Wo bist du? Ja, das wäre abseits gewesen. Oh, das kann gefährlich werden. Und zweimal voll knapp. Nun Ori. Ballverlust. Ori. Und Jörg Ori. Sie bieten sich an. Und jetzt die Chance. Ja, wie soll ich denn mit Kim eine Vorlage auf sie machen, wenn ich weder Kim krieg noch sie irgendwo da vorne ist, dass ich sie anspielen kann? Da ist Platz. Wir müssen zwei Vorlagen machen. Das sollte eigentlich doch möglich sein. Aber irgendwie... Und Alex Morgan. Kim Hunter. Nicht sie erobern den Ballbesitz. Ball krasser Einsatz. Vielleicht wäre es einfacher gewesen,
Und mit hier morgen wird auf uns es jetzt spielen? Zwei Minuten nach schon mal dran Zeit gedacht? Geben. Vielleicht? Sommer. Ich mach mir nur Sorgen bei Alex mit der Mentoren-Challenge mit allen fünf. Wird das was? Das könnte. Klasse. Und dann zieht sie ab. Kein guter Abschluss hier. Ich meine, ich kenne die ganzen Aufgaben nicht. Ich möchte auch blind zur spielen. Pause steht's 1:0 in knapper Vorsprung. Aber ich würde trotzdem der gerne alles erreichen. 2:1 Torschüsse, also das ist kein gutes Spiel. Von beiden Seiten kein gutes Spiel. Man so, lauert. Weiter geht's. Hier USA hat mehr vom Spiel, aber Sommer. Nur bis 30 nur Meter vom Tor und dann verpufft alles eigentlich auch mehr oder weniger. Also da ist sie heute extrem sicher. Passiert nichts mehr. Super dazwischen gegangen. Von den Franzosen kommt allerdings überhaupt nichts. Außer dieser Lattentreffer, der aus dem Nichts einfach mal runtergefallen ist. Gutes Technik. Kim Hunter. Spiel, Junge! Jetzt haben Sie den Ball. Oder Mädchen! Den haben wir, den haben wir. Alles gut. Ich muss mich schon erst aufregen, warum sie so einen hässlichen Ball gespielt hat. Alex Morgan am Ball. Ah. Gut gemacht. Der Übersteiger kam aber in die falsche Richtung. Wir sehen hier gleich den Wechsel. Ja, dürfte bei der nächsten Unterbrechung soweit sein. Siehst du auch den Wechsel? Jetzt die Flanke! Ja klar, mehr Spannung machen, Verlängerung, ne? Haben wir mehr Chancen, vielleicht noch die Torvorlage zu bekommen. Mhm. Nee, nee, nee. Das lassen wir mal lieber. Ah! Weg ist der Ball. Hat sie ihr Tor gemacht und seitdem geht nichts mehr bei ihr. Nun ist so mehr. Und jetzt ein Schuss. Nein. Der wäre geht doch hin. Zähne. Alter. Schuss vergeben. So bleibt sie beim Rückstand. Ist das schon Ergebnissicherung? Puh. Es wird jetzt eine Auswechslung geben. Das war jetzt natürlich total verpennt. Alex Morgan jetzt. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Da könnte jetzt die Chance entstehen. Keine Gefahr mehr. Ich kriege aber auch keine Vorlage zu ihr. Ja, nein. Gianni. Boah, Schiedsrichterin geht Vorteil. Okay. Und das ist auch genau die richtige Mist. Entscheidung. Da wäre jetzt Platz. Die Flanke fängt sie ab. Ja, das zählt dann als Torschuss bei FIFA jedes Mal. Das ist genauso. Bescheuert. Ha, ich hab sie doch gespielt. Wie lange braucht sie denn, um einen Pass zu spielen? Muss schöner sie erst Pass. 3 Meter ausholen oder jetzt was? Jetzt hat sie Platz für die Flanke. Wir können nichts aus der Flanke machen. Also Frankreich kommt immer näher zum Tor. Kurze Hereingabe. Klasse gehalten. Richtig stark super gemacht. Verhindert und dann sowas. Ja, jetzt ist soweit. Der Ausgleich. Jetzt wird's hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Es kam nichts mehr nach vorne. Dann da stand sie aber auch genau hier richtig, um diesen Ball auch zu hier hatte ich wieder X gedrückt, dass ein X-Ball nach vorne kommt. Und damit aber es passiert nichts. Es steht 1:1. Frage ich mich ja, warum? Und Alex Morgan. Klasse Pass. Gehalten. Ah, das wäre es Pass gewesen. Das gibt Ecke für die US-Amerikanerinnen. So, Ecke kommt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Ach, was macht sie denn da? Zu spät. Hier nochmal die Wiederholung des Ausgleichstreffers. Die Ecke kommt. Da passt die Torhüterin auf den Eckball. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Also Frankreich wird besser. Rapino. Samantha Mewis. Das könnte die Chance werden. Boah, Schiri. Und das zählt nicht mal als Vorlage jetzt gleich. Das ist rot. Und das könnte jetzt gefährlich werden. Gute Freistoßmöglichkeit. Und gelb gibt's auch noch. Richtige Entscheidung. Riesenchance, ganz stark abgewehrt. Okay.
doch! Oh, dieses Was ist denn das? Da hing ja, ja die Hände noch an mir. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind noch. Unglaubliche Szenen im Waldstadion. Mayri. Packen Sie hier noch das Tor. Da hat sie den Pass unterbunden. Ganz wichtige Aktion. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Nee. Es riecht nach Verlängerung. Da kommt der Abpfiff und jetzt sehen wir hier tatsächlich noch die Verlängerung. Ach du Scheiße. USA. Vor allem, ich hab's noch 5 Minuten vorher gesagt. Ja, zweite Halbzeit. Jetzt beginnt die Verlängerung. Hat ich bin Frankreich gespannt, dann ganz welches schön angezogen. Team hier nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Kim Hunter. Das könnte gefährlich werden. Ach Mann! Ich war schon vorbei. Ich war schon vorbei, Mann. Hunter. Tor! Und das ist das Tor für die US-Amerikanerinnen! Das zählt als Torvorlage! Was ist das denn? Alter, das will ich noch mal sehen. Was war das denn? Gute Flanke bringt sie da rein, da kann ihre Mitspielerin fast nicht anders als sie zu verwerten. Alter! Ich bin super vorbereitet, das Tor. Für meinen Geschmack gehört es zumindest zur Hälfte ihr. What the fuck? Das war doch kein Schuss. Das war doch kein Schuss. Das war kein Schuss. Vorbereitet der Treffer. Ach du Scheiße. Vor allem, warum ist der Ball so hochgegangen? Das war ein Zweikampf. Ich glaube, sie wurde angeschossen. Dann ging das mit der Bogenlampe so oben rein. Alter, ich habe noch nie so ein Tor gesehen. Ich habe schon richtig hässliche Tore gesehen. Aber das... Unglaublich, unglaublich. Gutes Tackling. Sie hat sich fair vom Ball getrennt. Alex Morgan am Ball. Der ja. Ball ist weg. Und das erste war Vorlage, Hammer. Fehlt nur noch eine, würde ich sagen. Unglaublich. Aber was für eine Vorlage. Gianni. Entschlossen geklärt. Im Grunde hatte sie alles richtig gemacht und den Ball geklärt. Busalia. Schießt das Knie an. Und der Ball geht genau hinten rein. Ich dachte so noch, oh Gott, der geht rein. Auf einmal fällt der wirklich an. Aktion, Ball ist weg. Und hier sind von der Kamera einfach nur noch so riesige Augen so. Chance, wie im Cartoon immer. Den kann sie ganz in Ruhe aufnehmen. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Aber das Sonnenlicht blendet. Deutsches Stadion, scheiße Stadion. Und jetzt geht's hier gleich in die zweite Hälfte der Verlängerung. Du musst deine Kurzpässe verbessern, versuche zu passen, statt der Gegnerin den Ball zu geben. Willst du mich verarschen oder was? Und jetzt sind es noch 15 Minuten in dieser Verlängerung. Ein Tor, eine Vorlage, sage ich dazu nur, Junge. Sommer. Was hat Alex Morgan? Kein Tor, keine Vorlage. Nairi. Schön ja. Dazwischen gegangen, Ballverlust. Nairi. Da ist die Flanke. Sicher gehalten. Ich dachte schon, Ball, der fällt jetzt genauso rein. Auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme Ach. Zu Und jetzt ein Schuss. Sie liegen mit einem Tor zurück, aber jetzt nochmal Ecke. Mädels, raus hinten, ein Stückchen raus, damit so Weitschüsse nur noch kommen. Das ist schon fast zu nah am Tor. Wir müssen versuchen rauszukommen, dass 20 Meter vom Tor nur noch die Abschlüsse kommen. Dann sind die nicht mehr so präzise. USA da 10 zu 4 Paraden. Also, Klasse, wer Aktion, hier super Spiel gemacht hat, aber noch möchte ich gehalten. Nicht betonen. Schüsse 10 zu 5. Und 7 Minuten sind also es hier ist klar, noch. Dass Frankreich natürlich nach dem 0 zu 1 auch in den mehr machen Minuten musste. Sich beide aber wir haben nichts. Wirklich kein gutes Spiel gemacht. Ball kam gut, aber Frankreich hatte Gefahr, aber oft reinigt. Möglichkeiten. Vier und natürlich noch. Auch Pech, dann wo der Ball bei ihnen natürlich geschafft. Runterfällt und bei Schöne uns Aktion. Ist er reingegangen. Das sieht gut und aus. Jetzt helf, helf, helf! Ball geklärt. Nein, wir haben das Ball gehalten. Keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Konnte nicht reinziehen, drinnen kamen zu viele Leute und zwei der Minuten Pass kam bekommen nicht an. Wir hier Nachspielzeit. Ja, 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 ja! Verteidigt jawohl! Den Ballbesitz. Rapino. Rapi.
No. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Nein. Jetzt die Flanke. Nein. Der Pass hätte den haben wir und jetzt raus mit dem Ball und das ist der Sieg. 2-1. Wir sind im also Viertelfinale. Fest. Die USA sind im Viertelfinale dieser Weltmeisterschaft. Glückwunsch an diese Mannschaft. Wir sehen die Freude bei den Spielerinnen, die Freude bei den Fans. Ein wichtiger Schritt in Richtung Titel. Ich glaube, das wird auch im Viertelfinale wieder ein hochinteressantes Spiel. Und wir werden das natürlich für Sie übertragen. Richtig gut. Ja, Frankreich war besser. Die Spielerinnen sind ziemlich traurig, ziemlich ermüdend. Jetzt können wir mal Hashtags lesen. '79 ist fast besser wie was? 79? Wie viel hat Williams? Ist besser als Williams, oder? Stärker. Kopfball. Schusskraft. Lange Schüsse. Ja, nimm mal alles mit. Ja, ein bisschen Vorbereiterin. Passt das. Spielmacherin. Ja, super. Harold war in der Form seines Lebens und stand unmittelbar vor der Berufung in die Nationalelf. Doch das alles endete mit einer Grätsche in Pokalrunde 5. Es sollte sein letztes Profispiel sein. Ja? Cool, der wurde abgegrätscht. Da bist du ja. Also nicht cool für ihn, sonst wenn ich mal Schwester weiß. Schwester macht WM-Schlagzeilen, da bin ich dabei. K.O.-Runde, ja? Ja. Hä? Hab schon eine gewonnen. Der kann einen Glücksbringer nicht schaden. Danke. Hallo, Kim. Hi. Bea ist auch hier. Ist das dein Dokumentarfilm? Ja, ich hab eine Eins. Zieh ihn dir mal rein. Bin ich dabei? Bist du ein Hunter? Oh, dieses gelangweilte Gucken da hinten schon. Oh, ich hasse diese Frau. Du hast ein falsches Bild von mir. Ich habe gar kein Bild. Zumindest kein schlechtes. Ich meine, ich bin ein Fußballfan, vor allem anderen. Aber ich bin ein Fan mit Konzepten und Connections, die kaum ein anderer hat. Total, ja. Auf jeden Fall. Du hast hier wirklich alle begeistert. Die Medien sagen, dass du der nächste Star dieser WM sein könntest. Ja. Jetzt willst du wieder Geld rausschlagen. Davon habe ich geträumt. Alles hier ist wie ein Traum. Dachte nicht, dass es mal so kommt. Ich dachte, die ganze Zeit gleich geht was schief. Schief? Keine Chance. Kim. Bei deinen Fähigkeiten, deinem Charisma, kannst du in diesem Sport mehr erreichen als alle Profis vor dir. Du hast die Fähigkeit, den Frauenfußball für immer zu verändern. Wissen Sie, das sagt man mir am laufenden Band, aber ich kann damit nichts anfangen. Fang nichts damit an. Bleib einfach du selbst. Kim, ich kann dich bis ganz an die Spitze bringen. Wenn du deinem Team ins WM-Finale verhelfen solltest, Kim, dann drehen sie bald Filme über dich. Jetzt fängt sie bei ihr auch noch an. Nein. Schmeiß doch bitte diese Frau raus. Das Beste für uns alle. So, jetzt wollen wir wieder tauschen. Oder? Zu Alex. Aber diese Geschichte wird an einem anderen Tag erzählt.
Ich danke euch fürs Zuschauen. Vielen Dank an die Leute, die ihre Däumchen hinterlassen haben und fleißig in die Kommentare geschrieben haben. Wir werden uns morgen wiedersehen zu FIFA The Journey Champions. Ciao!